Aber meine erste Frage so als Einleitung wäre, fass mal dein 2023 zusammen. Wie war es denn für dich? Mein 2023 zusammenzufassen ist echt schwierig, weil ich mir noch gar keine Gedanken darüber gemacht habe. Ich habe noch gar keine Luft zum Atmen gehabt, vor allem seit dem Dreh von Good Luck Guys. Und ja, ich würde einfach sagen, mit einem Wort turbulent. Okay. Ja, das ist doch mal eine Aussage. Aber wenn du jetzt gerade turbulent sagst und wenn wir jetzt gerade über Good Luck Guys gesprochen haben, dann lass uns doch da einfach direkt einsteigen. Wie würdest du denn, ich habe hier auf meinem schlauen Zettelchen stehen, wie würdest du denn deine Reise beschreiben? Weil wenn ich jetzt für mich so als Zuschauer mal gucke, muss ich ganz ehrlich sagen, für mich bist du im Laufe der Folgen immer sympathischer geworden. Wie würdest du denn für dich das so beschreiben, was du da erlebt hast? Ja, also ich verstehe natürlich, dass Deutschland mich vielleicht nicht unbedingt ganz gerne mag oder der Zuseher, sage ich mal, verstehe ich alles. Ich bin halt einfach eine Person, die mag man entweder oder man mag sie gar nicht und das ist auch voll okay mit mir und voll fein. Aber man muss halt auch immer die andere Seite sehen. Also man sieht vielleicht 2 Stunden von einem Tag, der 24 Stunden hat. Man bekommt natürlich die Momente gezeigt, wo es gerade hart ist. Und ich möchte jeden Einzelnen da draußen, der sich ja so ein großes Urteil erlaubt, ganz gerne in der Situation sehen, mit einer Magenentzündung da drinnen zu hocken, jeden Tag Challenges zu machen, mit seinem Teampartner solche Reibereien zu haben, kein Essen auf dem Boden zu schlafen, kein Duschwasser etc. etc. Da möchte ich die Leute ganz gerne mal selber in der Situation sehen und dann höre ich mir auch liebend gerne das Urteil an. Würdest du denn aber sagen, dass du im Laufe der Zeit, weil ihr wart ja schon ein paar Tage da, ne? Also es ging ja schon über einen gewissen Zeitraum, würdest du denn sagen, dass du da im Laufe der Zeit besser mit diesen Voraussetzungen zurechtgekommen bist? Ich würde gar nicht sagen, dass ich besser mit den Voraussetzungen zurechtgekommen bin, aber wir haben ja dann ein Spiel nach dem anderen quasi gewonnen. Die Exit-Challenge, etc. etc. Das wurde ja jetzt alles schon gezeigt, das hat man ja jetzt alles schon gesehen. Und wenn man da irgendwie gerade so ein bisschen Siegesluft schnuppert, dann hat man natürlich auch Bock durchzuziehen und dann will man natürlich bis ans Ende gehen. Und ich komme, wie gesagt, aus dem Sport und habe einfach einen gewissen Ehrgeiz und ich werde mich nicht irgendwie in so ein Camp reinschmeißen, nur um dann aufzugeben. Dann ziehe ich schon richtig durch, weil sonst, glaube ich, brauche ich gar nicht mehr nach Hause kommen. Ja. Hast du dich irgendwie, weil du sagtest ja, du kommst aus dem Sport, du hast dir den Ehrgeiz, hast du dich irgendwie vorbereitet oder kann man sich überhaupt auf sowas vorbereiten, oder? Nee, das war auch gar nicht gewünscht, dass wir uns vorbereiten. Wir wussten gar nicht, auf was wir uns einlassen. Wir dachten, ja, so ein bisschen Survival. Aber im Endeffekt, das ist ja noch ein TV-Format. Unsere Sicherheit, unsere Gesundheit, ist das A und O. Die werden uns schon irgendwo was zum Essen hinlegen. Die werden uns schon irgendwie helfen. Nee, da war gar keine Hilfe. Das war wirklich, und wir wussten auch nicht, dass es so körperlich wird. Wir haben gedacht, das wird vielleicht so ein bisschen wie Dschungel mit Ekel oder mit Überwindung. Aber das war ja richtig körperlich anstrengend. Und wir waren alle eigentlich erst, also da, komplette Cast stand, glaube ich, auch erst sehr spontan, beziehungsweise jeder hat sehr spontan erst das safe Feedback bekommen, dass jetzt losgeht, einfach weil die auch nicht haben wollten, dass wir da voll vorbereitet und ready und fit hinkommen. Ja, okay, stimmt, ja. Und wenn du jetzt trotzdem alles mal zusammenfasst, gibt es irgendwas, wenn ich dich jetzt frage, was die größte Challenge für dich war? Kann man das überhaupt sagen oder ist das so das Gesamtpaket? Also was war das Schwierigste? Das Schwierigste für mich war mein Teampartner, ganz klar, weil ich auch immer noch jetzt, wenn ich mir die Folgen ansehe, der Meinung bin, der Giuliano hat nicht verstanden, was es bedeutet, ein Team zu sein, weil das heißt nicht, okay, die andere Person juckt mich nicht und muss nur in den Spielen funktionieren. Nein, ich muss versuchen, so kompatibel wie möglich mit meinem Teampartner zu sein und seine und meine Stärken und Schwächen irgendwie auszugleichen. Und das kann ich halt nur, wenn ich auch ein gewisses Mindestinteresse aufbringe. Das war leider nicht Okay. möglich und das hat es unfassbar schwer gemacht. Ja. Hast du denn, wenn du dir die anderen jetzt mal anschaust, also deine Konkurrenz quasi, hättest du denn da irgendjemanden gehabt, wo du gesagt hast, boah, den hätte ich gerne als Teampartner gehabt oder irgendjemand, wo du sagst, mit dem bin ich besonders gut zurechtgekommen jetzt im Nachhinein? Ich bin ehrlich gesagt mit jedem gut zurechtgekommen. Man merkt ja auch jetzt gerade in den Folgen, man sieht, das Ganze ist am Höhepunkt. Ich habe die Hütte verlassen, ich bin aus unserer gemeinsamen Hütte ausgezogen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, zu dem Zeitpunkt,
wäre mir jeder andere Teampartner lieber gewesen, weil ich echt dran zu nagen hatte und weil es mich wirklich belastet hat. Okay. Ich habe jetzt so, wenn ich mir so die einzelnen Charaktere eben, ich meine, ihr seid ja alle sehr individuell und wie du sagtest, es gibt auch Leute dabei, die polarisieren, ganz klar. Ich meine, davon lebt ja auch so eine Sendung. Ich habe mir jetzt überlegt, wenn ein Model wie du, ich meine, man kennt dich ja auch aus Germany's Next Topmodel, wenn man dann in so ein Survival-Camp geht, habe ich mir so gedacht, wie viele Probleme hast du? Also bist du da eitel, sage ich jetzt mal, dass du denkst, boah, nee, wie sehe ich da jetzt aus? Ist mein kein Make-up, keine Schminke, kein gar nichts? Oder war das was, wo du sagst, okay, das ist jetzt die Sendung und da stelle ich mich der Herausforderung? Nee, also ich bin grundsätzlich ein extrem eitler Mensch. Ich bin, auch wenn ich jetzt nur im Jogginganzug irgendwie raus, keine Ahnung, Weihnachtseinkäufe machen gehe, auch dann habe ich irgendwie, wenn ich eine Rötung habe, habe ich die abgedeckt oder zumindest die Augenbrauen gegelt. Ich bin sehr, sehr eitel. Aber wenn ich mich auf so ein Format einlasse und weiß, die nehmen mir alles weg und jeder andere hat genau dieselben Strapazen, dann sorry, aber wer da sagt, oh mein Gott, wie sieht denn die aus, total fertig, ja. Also, dich möchte ich auch nicht dann morgens ungeschminkt sehen, wer auch immer die Kritik raushaut. Wir sehen Ja. alle nicht gerade gut aus da drin und damit muss man sich halt abfinden. Das ist, wie du schon sagst, Teil der Challenge und darauf habe ich mich eingelassen. Okay. Würdest du denn jetzt so ganz im Nachhinein, ich meine, ich habe das geilste Zitat von dir war echt, ich kack der Produktion ins Hotelzimmer. Da habe ich echt am Boden gelegen. Aber würdest du dich denn jetzt im Nachhinein, wenn man dir nochmal sowas anbieten würde in der Richtung, würdest du sagen, trotz all dem, trotzdem, dass es so schwer war und trotzdem, dass ich mit meinem Teampartner nicht zurechtgekommen bin, würdest du es nochmal machen jetzt im Nachhinein und unter Erfahrung dann abbuchen oder hast du gesagt, so, das brauche ich jetzt nicht mehr? Ich würde sofort wieder machen. Alles, was eine Challenge ist, was mich körperlich und mental herausfordert, kann mich wieder auf eine ganz andere Stufe persönlich bringen, finde ich. Und auch Good Luck Guys war eigentlich mit die härteste Sache, die ich wahrscheinlich jemals gemacht habe, abgesehen von meiner 10-jährigen Sportlerkarriere als Jugendliche, in der ich zweimal am Tag geschliffen wurde wie eine Geisteskranke. Also ich liebe das, ich brauche das und ich persönlich finde, ich mache die beste Entwicklung damit, deshalb ich würde es sofort wieder machen. Alles, was Ja. mich so herausfordert, auch Let's Dance und solche Dinge, wo du körperlich ans Limit gehst und mental an deine Grenzen gehst und über deinen Schatten springst. Ich liebe sowas. Cool. Ja, das wäre jetzt so die nächste Frage gewesen, weil du warst bei der Dschungelshow, warst du ja, glaube ich, auch mit dabei, ne? Du warst bei Are You the One? Also wir haben so das Reality so ein bisschen jetzt auch die Richtung. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, da hätte ich noch mal Bock drauf, das jetzt auch zu machen? Also jetzt Let's Dance hast du zum Beispiel gesagt, aber vielleicht noch was anderes? Ja, also es gibt so ein paar Dinge, die ich ganz interessant finde. Ich hatte jetzt auch gerade in Österreich eine Dating-Show nach Good Luck Guys gedreht, die kommt jetzt auch gerade raus, die läuft jetzt auch gerade. Und ja, ich probiere alles aus quasi, aber so Challenges, Let's Dance, Survivals und so, wo man halt über seinen Schatten springen muss und über sich hinauswachsen muss im Laufe der Sendung, das wäre schon die Richtung, in die ich gehen möchte. Nicht mehr unbedingt Okay. so richtig Reality, Reality. Okay. Ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Okay. Super. Ja, Jetzt. ist schwierig zu erklären. Ja, aber Reality, Reality, ich glaube, da weiß man, was gemeint ist. Ja. Aber du hattest ja auch, jetzt, wenn wir nochmal auf so diese Charaktere zurückkommen, du hast einen Satz gesagt, der ist mir auch relativ in Erinnerung geblieben, abgesehen von dem der Produktion ins Hotelzimmer kacken, dass Wiener generell grantig wären. Das finde ich gar nicht. Ihr seid doch immer so nett. Wie kommst du denn darauf? Also Wien ist nicht umsonst zur unfreundlichsten Stadt der Welt gekürt worden. Es war auch die lebenswerteste, aber die unfreundlichste. Und Echt? jeder Wiener, der da draußen sitzt und sagt, nein, wir sind lieb und sympathisch, der lügt sich einfach kackendreist selber an. Natürlich, wir sind jetzt nicht irgendwie Assis oder so, aber grundsätzlich sind wir absolut kein freundliches Volk. Ich weiß, der Dialekt mag täuschen, der klingt immer ganz süß, aber die Vielleicht ist es meisten das, Worte, die ja. so süß klingen, die sind eigentlich gar nicht so süß gemeint. Also, ja, schon grantige Unsympathie, ich bleib dabei. Und das mit der Produktion, da muss ich auch sagen, im Nachhinein, ja, habe ich natürlich denen nicht allen auf den Kopfpolster gekackt, hätte ich natürlich auch nie gemacht. Da sind ein bisschen die Pferde mit mir durchgegangen. Ja, nee, das hätte ich jetzt auch nicht erwartet, aber der Spruch, ich habe echt am Boden gelegen, ich konnte nicht mehr. Oh Mann.
Ja, dann lass uns doch noch mal ganz kurz über das nächste Jahr sprechen. Ich meine, es ist ja nur noch ein paar Tage und dann ist es ja auch schon soweit. Ich weiß, das ist ja immer so eine Sache, so von wegen, ob man drüber sprechen darf oder nicht. Aber wenn ich dich jetzt frage, gibt es irgendwas, was du nächstes Jahr geplant hast, worüber du sprechen darfst? Kannst du mir da was antworten? Also es gibt nichts, was ich geplant habe, worüber ich sprechen darf tatsächlich, leider. Das ist alles noch top, top, top secret und ich muss auch die letzten 2, 3 Monate musste ich sehr geheim leben. Das war ein bisschen anstrengend. Ich habe mich wie so ein James Bond Agent gefühlt und das wollte ich nie sein. Aber ich kann so viel verraten, dass Anfang des Jahres schon ein bisschen mehr Klarheit herrscht und dass auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viel im nächsten Jahr ansteht. Okay, dann verfolgen wir das mal weiter auf jeden Fall. Aber ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute für deinen weiteren Weg. Ich bin mir Dankeschön. sicher, wir hören noch sehr viel von dir. Und ja, alles Gute für 2024. Dankeschön, danke für deine Zeit. Frohe Weihnachten und frohes neues Jahr. Ja, auch so. Ciao. Ciao.